Ja, willkommen zurück auf der Hof Bergmann 1008 Beta 2. So, weiter geht's. Ich habe einmal den Kopf schon einmal abgetankt. Jetzt machen wir den. Da bestimmt wieder was rein. So. Wir fahren immer noch ohne GPS. Aber es ist in Ordnung, aber ich habe es ja mit der Maschine gekauft, habe ich aktiviert. Ja, logisch, falls da noch nicht drin war. Also machen wir das hier erstmal frei Schnauze weiter. Das ist ja kein Problem. Das war eigentlich auch so. Das sieht man schlecht. Das sieht man schlecht. Aber das ist mir eigentlich in Innenansicht lieber. Ja, wie ihr vielleicht gesehen habt, am Samstag sind ja zwei Folgen hochgeladen worden von der Beta 2, weil die erste war, ich glaube, 13 Minuten oder irgendwie sowas. Da hatte sich die Aufnahme irgendwie abgeschaltet. Ich bin irgendwo auf den Knopf gekommen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich da noch einen hinterher geschickt. Ich habe mir gedacht, das schadet ja nicht. Hat er gemacht. Geschickt. So. Jetzt ist noch die Frage. Tausche ich das Silo sofort wieder aus? Dass ich dann das, was der Farmer Adi dahingesetzt hat, ich das direkt wieder wegmache und mein Multisilo dahinstelle. Ich weiß es noch nicht. Ich bin da noch ein bisschen am Zerweitern. Am liebsten würde ich das ja machen. Fragen über Fragen, die ich heute plagen. Paul hat sonst so viele, wie viel ich spiele. Lenker da drin, auch nicht so schön. Also mein Kopf fängt wieder an zu dröhnen, auch schön. Schade, dass man sowas nicht austauschen kann. Das wäre ja optimal. Irgendwas nicht mehr so funktioniert, wie es soll, einfach abschrauben neu drauf. Das ist so einfach, ja. Was, ihre Säule kaputt? Kein Thema. Also raus, neu rein, fertig. Aber das geht noch nicht. Vielleicht kommen wir da ja nochmal hin, wer weiß. Nur werde ich das wohl nicht mehr erleben.
Treffer schnell voranhauen, das werde ich nicht mehr erleben. Da bin ich mir sicher. Hallo? Was ist denn jetzt wieder los hier? Einfach nur mal eindrücken und dann resettet sich alles wieder und alles wieder auf die neue. Dafür auch eine geile Nummer. Aber das ist so nicht vorgesehen. Das wird es nicht geben. Da bin ich mir ganz sicher. Aber so diverse Teile noch austauschen. Meine Mutter, wir können Herz austauschen, wir können Leber austauschen, Lunge. Ah, gut, Lunge. Aber, es ist ja schon vieles machbar. Warum auch demnächst nicht mal irgendwie ein komplettes Rückgrat mit Bandscheiben, dass das alles wieder in Ordnung ist. Könnte ich mir schon vorstellen. Oder wie meine Frau zum Beispiel hat, die einen schweren Herzinfarkt. Da haben wir das Brustbein komplett aufgebrochen, gespreizt, damit sie am Herzen noch operieren können. Und da wird das hinterher wieder zusammengeklappt. Das sage ich jetzt mal so ganz blöde und mit Draht umtüdelt und dann ist das gut. Geht auch. Und du musst mal nicht meinen, ich bin dann ja dann abends 18 Uhr, 18 Uhr war es im Aufbauraum, ja. Und dann haben sie mir gesagt, ich könnte dann nächsten Tag, so Mittag könnte ich dann kommen und sie besuchen. So, dann bin ich dahin, habe ich gedacht, da liegt da hier im Bett und hier ein Topfer und da Kabel und hast du nicht gesehen. Nö, da sitzt man da mal vom Bettkante, gibt das Kaffee, steht Kuchen dabei. Da war ich doch sehr sprachlos, muss ich sagen. Da habe ich mit Schlimmerem gerechnet. Gut, hat natürlich immer noch was. Sie merkt es immer noch und die Narbe ist auch klar. Aber es ist so verlaufen, kann man nicht anders sagen. Hätte ich nicht gedacht. Das sah zwar, wenn man das dann eher gesehen hat, das war ja nicht richtig. Kein richtiger Verband, und wie man sich das so vorstellt, war quasi in der Klarsichtfolie eingewickelt. So, und dann, ja, die Narbe blutet natürlich auch erst noch ein bisschen, dann sieht das alles ein bisschen krass aus, aber so einfach ist das heute, das ist halt einfach. Also lange genug operiert haben sie da. Aber da liegt sie nicht wieder noch alle ein, zwei Wochen da, so ein Toter in der Kiste, also im Bett, in der Kiste im Bett. Und denkst an sich strippen und hast ja nicht gesehen. Aber das hätte ich wirklich nicht gedacht. Die war dann zwar auf einer Intensivstation erst noch die erste Woche. Und das war in der Klinik super geregelt. Für jeden Patienten, also erstmal sowieso Einzelbett. Und für jeden Patienten zwei Pfleger. Also für Tag und Nacht. Das waren immer die gleichen. Wechselt sich natürlich von Woche zu Woche ab, ist klar. Weil sie machen ja auch ihre Schichtbetriebe. Aber es waren immer die gleichen Leute da, die sich um die gekümmert haben. Das fand ich nicht schlecht. Die wussten dann auch eben alle ganz genau, was Sache ist, was mit ihr war, was sie für Medikamente brauchen und kriegen. Das ist ja dann auch die Analysten, aber trotzdem ist es zwar einfach. Ja, es hat schon fast familiär sein. Aber das fand ich schon sehr gut. Ja, ja, und hinterher dann nach zwei Wochen ist es verlegt worden. Also von der Intensivstation runter. Und dann waren sie zwei Wochen zu machen. Das war auch noch sehr angenehm. Und die anschließende Reha, sechs Wochen hat sie auch im gleichen Haus. Ein Block weiter, aber man konnte quasi eins durchgehen. Das lief da alles Hand in Hand. So. So viel dazu.
Ja, und jetzt geht es hier weiter. Wie gesagt, ich wollte dann mal gucken, dass wir eben das Hühnerfutter in das Weizenweiher runterholen. Ja, und die erste, das war glaube ich von 1 und 2, wenn ich nicht ganz verschluckt. Also quasi nebenan hier. Und dann werden wir uns dann an der nächsten Folge auch noch um die Schweine bzw. die Pferde kümmern. Ja, wir haben aber den Pferdestall. Oh Gott. Oh. Ui, ui, ui. Ich bin zu früh aufgestanden. Also. Ja, zu der. Der nächste Plan. Dann wollen wir mal schauen, wenn wir Raps geerntet haben. Wenn wir was zur Ölmühle fahren. Dann wird es Speiseöl kriegen. Und ein bisschen Mayonnaise machen. Wir wollen ja die Neuheiten, die jetzt hier bei gekommen sind. Schöner Satz. Hat ja wieder schön gesprochen. Die neue Rummen. Die zusätzlichen Produktionen. Das wollen wir natürlich testen. Und das ist ja klar. Schon denn schon. Ja, mit dem Silo, das war es noch nicht. Da passiert. Da hat sie sich einen halben stehen lassen. Das geht so nicht. Oh. Zu. Auf der Feld.
Oh, so. Jetzt werden die Bahnen immer kürzer und dann sind wir auch ganz fertig. Ja, wenn ihr euch wundert, dass der Mähdrescher noch nicht voll ist, wie gesagt, also, das ist ja aus dem DLC-Pack. Aber ich habe den Tank, den halt der Walter, da gehen 60.000 Liter ran. Nicht wundern. Muss sich ja lohnen. Der guckt ja wie dumm in der Gegend rum. So. Aber der Rest wird wieder weg, wird in die kleine Ecke. So, aus die Maus. Er hat fertig. So. Jetzt schau ich erstmal hier hin. Oder hängt hier was? Ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Wir senken ihn hier nieder und hängen ab. Und zack, sitzt er weg. Aber das ist genial gemacht. Der gefällt mir. Hätte ich jetzt was gesagt. Hängen wir erstmal. Was habe ich denn jetzt hier? Das glaube ich. Weizen, das ist schon Weizen. Oh, das ist Weizen. Habe ich beide Weizen? Beide Weizen. Kann der Anhänger doch hier stehen bleiben eigentlich. Egal. So, wir fahren jetzt mal eben zu den Silos. Und da muss ich mal gucken, was ich da verbrechen kann. Alle hopp. Wir rennen durch das Stroh, das macht uns alle froh. Das ist ja auf, ich habe die noch zugemacht. Was soll das denn? Macht, was er will. Dann gucken wir uns das Drama da mal an. Ob ich die gefallen, tut mir dazu nicht. Da bin ich ganz ehrlich. Hat der Andi zwar alles schön dahin gebaut, aber hier irgendwie gefällt mir das nicht.
Ne, den brauche ich sowieso nicht. Der ist total über. Das Lager hier brauche ich auch nicht. Oder die Lager. Kann ich auch, damit kann ich auch nichts anfangen. Und hier geht nicht alles rein. Das ist. Ja. Was ist das? Achso, Silo-Erweiterung. Das hätte ich da gerne stehen. Muss mal eben gucken, was macht denn meine. Nee, Kuhstall. Tag auch. Guck mal, da steht schon wieder zwei Pferde. Das ist der Wahnsinn. Jo. Nö. Wieso zeigt er mir jetzt nichts an? Ah ja, 100, 100. Hier mal eben gucken. Die Alma. Falsche Seite oder was? Ne. So. So, Almühchen. Dann kommen wir mal hier rein. Wunderbar. Jojo. Justav. Ein Justav machen wir auch noch. Richtig. Oh, wir nehmen mal die Abkürzung hier. Also, du könntest dich ruhig mal ein bisschen waschen. Siehst du eigentlich aus? Schlimm. Das ist aber auch ein Pferd. Ja, ist ja. So, wir machen das jetzt wieder. Ja. So, richtig, schimpf du mal. Auch zu. Jawohl. Jetzt müssen wir hier eben noch. So. Gustav. So, das haben wir. Dann brauchen wir jetzt noch die Milli. Kleiner was haben, ne? So. Wunderbar. So, Dille. Stellen wir wieder weg.
Echt? So. Gut, das ist das. Ich sag mal so, wie die Sache weitergeht, werdet ihr sehen, wenn ihr die nächste Folge anseht oder so. Bin mir da nämlich noch nicht so sicher, was ich jetzt mache. Ich glaube, ich warte erst mal ab, was die Kälber machen, ob die jetzt wachsen oder nicht. Und dann werde ich das nächste ausprobieren. Ich schüttel das mal hier erst rein. Aber gut, wie gesagt, also ich mache den Schluss, würde sagen tschüss, bis zum nächsten Mal und ja, Däumchen oder Kommentar wäre auch geil. Würde ich mich drüber freuen. Also, bis denn. Ciao, ciao.